Von virtueller Realität über Cybersicherheit bis hin zu künstlicher Intelligenz. Die CeBIT zeigt 2017 Lösungen für eine Gesellschaft 5.0. Journalisten aus aller Welt bekamen 8 Wochen vor der CeBIT bei der Preview-Veranstaltung schon einen ersten Vorgeschmack auf die Highlights der Messe. So zum Beispiel auf selbstfahrende Busse der Schweizer Post, die heute schon autonom in Sion fahren und im März von den Besuchern der CeBIT getestet werden können. Die ETH Zürich zeigte die bislang erste und einzige Drohne, die dank Sicherung mit einem Seil in den USA auch die Genehmigung hat, über Menschenmengen zu fliegen. Der Golftrainer von PutView vergleicht die ideale Linie mit dem tatsächlichen Weg des Balls und hilft dem Nutzer so, sein Handicap zu verbessern. Auch ökologische Lösungen sind bei der CeBIT mit dabei. Mit dem Baukastensystem von Sensebox können Schüler ihre eigene Wetterstation zusammenbauen und programmieren. Ein neuartiger Drucker von Epson verbraucht so wenig Energie, dass dazu sogar der Strom eines Fahrraddynamos reicht. Und bei den Serversystemen von Cloud & Heat kann die Abwärme zum Heizen des Büros genutzt werden. Diese und viele weitere Lösungen können Besucher auf der CeBIT 2017 hautnah erleben. Ich glaube, es war nie so wichtig, die CeBIT zu besuchen wie in diesem Jahr. Unternehmer aus der ganzen Welt sind aufgerufen, ihre Gesellschaften in das digitale Zeitalter zu transformieren. Und die CeBIT gibt Orientierung genau für diesen Transformationsprozess und zeigt digitale Lösungen konkret anfassbar. Ideen und Lösungen für die digitale Welt. Das Topthema der CeBIT 2017, die Economy No Limits, betont noch einmal, dass die Digitalisierung grenzenlose Chancen bietet und nicht nur enormen Einfluss auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Gesellschaft haben wird. Ein wichtiges Thema auch für das Partnerland der CeBIT 2017, Japan. Japan ist sehr fortgeschritten in der produzierenden Industrie, aber wir müssen diese Stärke mit Digitalisierung und Industrie 4.0 und Internet of Things noch verstärken. Und da ist Deutschland unser idealer Partner. Ob eine Fahrt im autonom fahrenden Postauto, Probesitzen im Tesla Model X oder andere marktreife Lösungen. Alles für eine digitale Welt bietet die CeBIT 2017 vom 20. bis 24. März in Hannover.